Begonnen hat es mit dem 5-jährigen Edgar Hernandez. Er bekommt hohes Fieber, Schmerzen am ganzen Körper. Doch was später kaum eine Rolle spielen sollte, nach 4 Tagen ist er wieder gesund. Erst Wochen später wird auf einem Schleimhautabstrich des mexikanischen Jungen der H1N1-Erreger nachgewiesen und damit eine globale Krisenmanagement-Maschinerie in Gang gesetzt. Gäbe es keine molekularen Analysemethoden und kein internationales Seuchenfrühwarnsystem, die Schweinegrippe wäre ausgebrochen und wieder verschwunden. Und niemand hätte es bemerkt. Doch so klingelt bei der WHO in Genf das Telefon und das Protokoll beginnt. Die Pandemie-Warnstufe 4 wird ausgerufen. Man redet sofort von massivem Risiko und prognostiziert Millionen Tote. Dank der Medien verbreitet sich die Horrornachricht schneller um den Globus als das Virus. Die Nationen ergreifen Quarantänemaßnahmen, im Visier besonders Reisende aus Mexiko. Die Pharmaindustrie arbeitet unter Hochdruck an einem Impfmittel. Mexiko meldet 159 Tote. Später weiß man, tatsächlich starben nur 7 Menschen an H1N1. Ende April gibt es in Deutschland die ersten Verdachtsfälle. Schweinegrippe wird zum täglichen Pressethema. Die Risikoeinschätzung der Experten gründet sich auf eine scheinbare Logik der Fakten. Es handelt sich um einen neuen Virustyp, auf den das Immunsystem nicht vorbereitet ist. Er ist hochinfektiös und kann sich unkontrolliert verändern. Die Risikowahrnehmung der Bevölkerung speist sich aus den Medienberichten. Vorbereitet durch SARS, Vogelgrippe und immer wiederkehrende Berichte über die einstige spanische Grippe, die Millionen Opfer forderte. Die Politik verlässt sich auf die Risikowarnung ihrer Fachleute und ist gleichzeitig einem wachsenden Druck durch die Medien ausgesetzt. Erste kritische Stimmen gehen in der aufkommenden Hysterie unter. Die Pharmahersteller üben ebenfalls Druck aus. Wenn die Regierung nicht innerhalb von 4 Wochen für Erkrankte das Antigrippemittel Tamiflu bestellen würde, könnte das Risiko von Lieferengpässen bestehen. Der Druck auf die Bundesländer wächst, das Medikament zu ordern, obwohl seine Heilwirkung umstritten ist. Die WHO ruft die höchste Pandemiestufe 6 aus. Jetzt ist den Politikern die Verantwortung abgenommen, denn der nationale Pandemieplan tritt in Kraft. Der Einkauf von Impfmitteln ist nun Pflicht. Die Impfmittelproduktion läuft bereits auf Hochtouren. Weltweit wird zwar ein harmloser Krankheitsverlauf registriert, aber Verlaufsbeobachtung und Todesrate wurden aus dem Protokoll der WHO gestrichen. Es wird spekuliert, ob das durch den Einfluss der Pharmaindustrie geschah. Die Rekordtoten bleiben aus und Kritiker bekommen immer mehr Raum in den Medien. Es wird gestritten. Wir haben gesehen, es war eine harmlose Infektion. Das Virus hat durchaus Potenzial, auch schwere Verläufe zu induzieren. Kommunikation war unzureichend. Das war völlig unangemessen. Man richtet sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Tat man das wirklich? Bekannt wird, der Erreger ist nicht neu. Er trat bereits in den 70er Jahren als vietnamesische Schweinegrippe auf. Eine Impfaktion wurde damals wegen des harmlosen Verlaufs abgebrochen. Das heißt, die aktuellen Opferzahlen sind nur Spekulation und Experten stehen auf den Lohnlisten der Pharmakonzerne. Diese Experten warnen weiter vor 80.000 möglichen Toten und Produktionsausfällen bis zu 45 Milliarden Euro in Deutschland. Die australische Grippesaison geht zu Ende. Obwohl dort noch kein Impfstoff existierte, starben 190 Menschen und damit deutlich weniger als bei einer normalen Grippewelle. Endlich stehen die Impfmittel bereit, aber die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist bereits stark gesunken. Nicht wenige Hausärzte raten von einer Impfung ab. Vor allem, nachdem von unkalkulierbarem Risiko der Nebenwirkungen die Rede ist und bekannt wird, dass für die Bundesregierung ein anderer Impfstoff geliefert wurde. Die Risikoeinschätzung geht weltweit unterschiedliche Wege. In Ägypten werden per Regierungsbefehl landesweit alle Schweine getötet. In anderen Ländern wird ein Atemschutz empfohlen, obwohl bekannt ist, dass der nicht vor einer Virusinfektion schützen kann. Die polnische Gesundheitsministerin wiederum weigert sich, Impfstoffe einzukaufen. Die Politikerin, die selbst Ärztin ist, erklärt,
Ihre Aufgabe sei es nicht, die Kassen der Konzerne zu füllen, ein Spiel mit dem Risiko oder realistische Einschätzung. Letzten Endes lassen sich nur 8% der deutschen Bevölkerung impfen. Die Länder bleiben auf Impfstoffen im Wert eines dreistelligen Millionenbetrages sitzen. Wurde das Risiko falsch eingeschätzt? War alles nur eine Kampagne der Pharmakonzerne? Oder schläft in jedem Krisenmanager eine heimliche Sehnsucht nach der Krise, um sein System zu rechtfertigen? Die WHO hebt die Pandemiewarnung auf. Eine gute Übung für den Ernstfall, heißt es plötzlich. Aber wenn der Ernstfall eintritt, wird er dann noch ernst genommen? Wenn der Staat keine eigenen Instrumente hat, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden, dann ist er dieser Industrie ausgeliefert. Lüge und Wahrheit lassen sich bei dieser Pandemie nur schwer auseinanderhalten. Ob die politischen Entscheidungen der Bevölkerung nützen, bleibt fraglich. Die Industrie hat schon jetzt profitiert. Hier nimmt man die Warnungen der WHO sehr ernst und empfiehlt, die Medikamentenvorräte aufzustocken und Impfstoffe zu bestellen. Das verursacht Kosten von mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Mediziner in Berlin rechnen in Sachen Schweinegrippe mit dem Schlimmsten. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir im Herbst dann eine stärkere Aktivität haben werden, im Hinblick auf H1N1, neue Grippe. Und auf jeden Fall ist es sinnvoll, hier weiter das Notwendige zu tun, damit wir optimal in die Saison hineingehen können, sowohl was die saisonalen Viren angeht, als auch was das neue Virus angeht. Denn nicht jedes Land nimmt Proben von jedem Verdachtsfall. Aber auch aus einem anderen Grund sind die Zahlen fragwürdig. Das Erste, was ich tue, ist, wenn ihr 100 Fälle gefunden habt, wie oft habt ihr gesucht? Und habt ihr im Vorjahr auch so oft gesucht wie in diesem Jahr? Wenn Sie im Vorjahr gar nicht gesucht haben und sagen, jetzt haben wir ganz viele Fälle von einer bestimmten Erkrankung, dann kann man das schon mal nicht vergleichen. Dann kann es sein, dass es genauso ist wie jedes Jahr. Wir haben bisher die Coronaviren nur nicht wichtig genommen. Wir haben nicht danach gesucht. Wir haben sie einfach vergessen. Wenn wir das früher gemacht hätten, hätten wir zum Beispiel Pferdeviren gefunden, Nerzviren gefunden, Wildentenviren gefunden. Wir hätten schöne Namen gehabt für diese Viren, weil wir immer finden, dass bestimmte Molekularsequenzen in Tieren auch vorkommen. Und die hätten einen schönen Tiernamen bekommen, so wie jetzt die sogenannte Schweinegrippe. Es hätte aber nichts an ihrem Charakter, an ihrer Gefährlichkeit verändert. Kritiker halten die Grippe für harmlos. Doch die Experten der WHO sehen in dem Virus eine große Gefahr. Wir müssen Influenza-Pandemien ernst nehmen, denn sie können sich schnell über die ganze Welt ausbreiten. Universität Bonn, hier forscht Professor Christian Drosten. Er ist einer der Entdecker des SARS-Virus. Der Erreger führte im Frühjahr 2003 zur ersten Pandemie dieses Jahrhunderts. 8000 Menschen erkrankten damals an dem Virus. 918 starben wenige Tage nach der Infektion, also rund jeder Zehnte. Durch die vielen Todesfälle war SARS eine große Bedrohung. Die Ausbreitung konnte jedoch schnell eingedämmt werden. Heute ist die Situation ganz anders. Ja, das Gefährliche an diesem Influenzavirus ist, dass es so viele Menschen trifft, dass es sich ganz weit verbreitet. Wenn man aber bei einem einzelnen Menschen schaut, der sich infiziert hat, kann man sagen, die Letalität, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man krank ist, ist sehr, sehr gering. Die Letalität liegt wahrscheinlich im Bereich von 0,1%, auch wenn die gegenwärtigen Statistiken es nicht mehr erlauben, ganz präzise das auszusagen, denn es wird nicht mehr jeder Fall aufgezeichnet. Es gibt einfach zu viele Fälle. Vergleichen wir das mit SARS, sehen wir, die Letalität ist dort 100-mal so hoch, also 10%. Aller Infizierten sind an SARS dann auch gestorben. Allein an der normalen, jährlich wiederkehrenden Grippe sterben weltweit jedes Jahr schätzungsweise mehr als eine halbe Million Menschen. In Deutschland rechnen Experten im Winterhalbjahr mit mindestens 8.000 bis 11.000 Grippetoten. In Frankreich sind es geschätzte 4.000 bis 6.000 Menschen. Das H1N1-Virus gehört wie alle Grippeviren zu der Gruppe der wandlungsfähigsten Erreger. Bei den Mutationen können gelegentlich neue, gefährliche Typen entstehen. Experten halten die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert, jedoch für gering. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. Aber auch da, immer muss man sagen, mit Vorsicht,
Das jetzige Virus ist eigentlich schon sehr, sehr erfolgreich. Und man fragt sich, was denn so ein Virus davon hätte. Denn so ein plötzlicher Mutationssprung geht fast immer damit einher, dass es dem Virus zumindest für eine Zeit schlechter geht als vorher. Denn das Virus will ja nicht Menschen töten, das Virus will einfach existieren. Das kann es besonders gut, wenn seine Wirte sich unauffällig weiterhin in ihrer sozialen Umgebung bewegen, also eben nicht schwer krank sind. Warum rief die WHO überhaupt eine Pandemie aus? War es eine reine Vorsichtsmaßnahme? War es unnötige Panikmache? Kritiker werfen der Organisation immer wieder eine zu große Nähe zur Pharmaindustrie vor. Die WHO lasse sich von den wirtschaftlichen Interessen der Industrie beeinflussen. Ich habe bei der Vogelgrippe erlebt, dass es dort jemanden gab, der verantwortlich war bei der WHO für die epidemiologische Feuerwehr. Und von dem habe ich dann am Ende des Jahres, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte und er mir keine überzeugenden Gründe für Angst vor der Vogelgrippe dann nahelegen konnte, habe ich dann erfahren, dass er anschließend zu einem großen Pharmakonzern gewechselt ist. Und da gibt es offenbar dann Karrierelaufbahnen, die auch die WHO dann durchkreuzen und wo die WHO eine Rolle spielt. Das darf natürlich nicht sein. Experten in Europa meinen, dass bereits die Sicherheitstests der Musterimpfstoffe unzureichend gewesen seien. Deutsche und französische Kritiker stellen eine einfache Rechnung auf. Wenn Sie bei einer Massenimpfung mit 20 Millionen Impfdosen eine Nebenwirkungsrate haben von 1 Promille, dann sind das 20.000 Menschen, die dort betroffen sind. Und wenn es eine gefährliche Nebenwirkung ist, dann ist das eine Katastrophe. In Deutschland ist nicht nur ein großer Teil der Forschung pharmafinanziert. Hier nimmt die Pharmaindustrie auch massiv Einfluss auf die Gesetzgebung. Dr. Wolfgang Wodarg hat als Abgeordneter des Bundestags selbst miterlebt, wie der VFA, der Wirtschaftsverband der Pharmaindustrie, Politik macht. Der VFA hat mal der deutschen Bundesregierung sogar ein Gesetz abgekauft. So mächtig ist er. Wir haben mal ein Gesetz gemacht zur Preisregulierung von patentgeschützten Arzneimitteln. Und da sind mehrere hundert Millionen, damals noch D-Mark, dann gezahlt worden von dem VFA, damit wir dieses Gesetz nicht anwenden. Die sind gezahlt worden an die Krankenkassen. Und das hat die Bundesregierung damals mitgemacht. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik, und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Unstrittig sind hohe Zahlungen der Hersteller an die Kassen. Und das Gesetz zur Preisregulierung kam nie zustande. Die Preise für patentgeschützte Medikamente legen in Deutschland die Firmen nach wie vor selber fest. Auch der Einsatz des Grippemittels Tamiflu wirft Fragen auf. Die Nebenwirkungen des Medikaments werden gerne verschwiegen, die Wirkung schön geredet.